Ja, ich denke, dass Luca ja einfach jetzt oder von einer so langen Verletzung und auch schweren Verletzung zurückgekommen ist, dass wir uns über jede Trainingseinheit freuen, die er top absolvieren kann und er mit Sicherheit aber auch noch einen Weg zu gehen hat und um dann auch noch die hundertprozentige Spielfitness zu bekommen. Aber dass wir da diese Geduld auch haben, dass wir auch das Vertrauen haben, an ihn glauben und auch er die Unterstützung bekommt, ist außer Frage. Ob er jetzt schon ein Startelf-Kandidat ist, da ja, das will ich auch noch offen lassen. Dass sich da was verändern wird, ist klar. Aber auch da möchte ich jetzt auch noch den Trainingstag morgen nochmal abwarten und da auch nochmal ja, den ein oder anderen Gedanken nochmal reflektieren. Und da werden wir auf jeden Fall, es wird Veränderungen geben, aber da möchte ich jetzt auch noch nicht im Detail drauf eingehen.